they changed my view on things I thought I really knew. The streets I walked a thousand times, the fields of forgotten summer nights. I'm running on the streets of my past and trying to catch some. Wie kommt ein Mädchen, das in Rief aufgewachsen ist, dazu, Jazzmusikerin zu werden? Ich glaube, da haben ganz, ganz viele Dinge eine Rolle gespielt. Die grundmusikalische Ausbildung, die ich von meinen Eltern bekommen habe, hat einfach dazu geführt, dass das Interesse da war, dass die Leidenschaft für die Musik da war und nach wie vor da ist, natürlich. Wir haben im Chor dann auch in der Schule immer wieder auch Pop- und Jazz-Arrangements gesungen. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass das mit meiner Stimme ganz gut funktioniert, weil sowas kann man natürlich auch lernen, aber ich sage mal, eine gewisse Farbe ist da oder ist nicht da. Und dann war auch der Wunsch da, das weiter auszubilden. Und ich habe dann mit 16 begonnen, auch Jazzgesangsunterricht in Salzburg privat zu nehmen. Und also eigentlich vom Moment dieser Ausbildung an war total klar, dass ich das unbedingt weitermachen möchte. Auf jeden Fall bin ich 2004 nach Graz auf die Jazzabteilung gekommen und habe mit dem Gesangsbaccalaureatstudium begonnen. Und als ich das Gesangsbaccalaureat fertig gemacht habe, war irgendwie klar, ich möchte und muss noch weiter studieren. Und dann kam eben der Ed Pitika, mein jetziger Kompositionslehrer, an die Uni, der jetzt auch unser Institutsvorstand ist. Und er macht musikalisch einfach ganz was anderes als das, was bislang, sag jetzt mal, auf der Uni in dieser sehr traditionellen Jazz-Ausbildung geboten wurde. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, eigentlich wäre das jetzt noch was, da noch ein Masterstudium dran zu hängen und mich wirklich intensiver mit Komposition zu beschäftigen. Ich würde sagen, wirklich dann hier Solo-Teil, nicht open, nicht offen, vielleicht nur zweimal. Das heißt, ich habe eh schon ein bisschen überlegt, dass man hier, wo die Trompeten quasi raufgehen, dann nicht gleich wieder runtergeht, sondern das noch ein bisschen weiterführt. So quasi, und dann da hier wieder einsteigt, 7 Takte später. Hier, das ist so schön geschrieben, dann ist auch, ich möchte gerne mehr davon hören. Ne? Das ist auch wieder so ein Ding, wenn alle spielen, ja, wenn alle 13 Bläser spielen und plötzlich eine Pause hat, ich frage mich dann, warum? Es gibt kein Rezept fürs Komponieren. Da gibt es schon natürlich ganz klassische Regeln, aber an sich ist das was schon ein bisschen einfach da sein muss. Genauso beim Konzert machen. Ich habe, als ich eben einige Kompositionen zusammengeschrieben hatte, einfach das Bedürfnis gehabt, jetzt ist es Zeit, das wirklich auszuprobieren. Und dann habe ich mal überlegt, wen es denn da so gibt. Und wir haben uns jetzt eigentlich mehr oder weniger im Rahmen der Grazer Jazzabteilung gefunden, also auf der Uni, wo wir alle studiert haben, beziehungsweise noch studieren. Und glücklicherweise waren die Herren auch gleich dabei. Im Prinzip ist es so, dass die Angela die Nummern schreibt und es passiert dann manchmal so, dass wir vorher ein bisschen drüber reden und die Dinge ausprobieren einfach. Und dann kommt es einfach in die Probe rein und je nachdem, wie ausgereift das Ding schon ist, wird dann mehr oder weniger verändert. Also ist eigentlich immer so gelaufen, dass das ziemlich demokratisch abgelaufen ist.
von dem Zeitpunkt, wo ich zu komponieren begonnen habe, habe ich eigentlich sofort gewusst, dass das ein wichtiger Teil werden wird. Es war vorher zwar schon schön zu merken, okay, ich bin Sängerin, ich drücke mich mit meiner Stimme aus, aber seine eigene Musik zu singen, jetzt im ganz konkreten Fall, ist nochmal ganz was anderes, weil sonst bin ich, also tue ich eigentlich immer reproduzieren, interpretieren, was auch schön sein kann, weil man dann natürlich einen fremden Song sich zu eigen macht und da seine ganz eigene Version findet. Wenn ich aber mein eigenes Stück habe, meinen eigenen Song, dann kann ich den nur so singen, wie der für mich einfach passt. Zuerst hatte ich eben diese Oberstimme. Stimme bleibt im Klavier, ich singe drüber. Das heißt, ich suche mir einfach Töne, wo ich das Gefühl habe, die passen dazu. Das sind jetzt alles Skizzen. Es passiert ganz oft, dass ich über ein Motiv zwei, drei Seiten voll einfach nur Skizzen habe, wo ich mir dann im Endeffekt oder im Idealfall die Sachen rauspicke, die wirklich dazu passen, die zusammenpassen. Und was in weiterer Folge mit diesem Anfang, mit dieser Skizze passieren wird, ist, also so wie ich das jetzt ungefähr in meinem Kopf mir zusammengebastelt habe, ist eine Melodie auf jeden Fall. Also das klingt jetzt mehr noch nach einem Intro oder auch im Outro, also auch im Schluss. Eventuell kann es am Schluss wiederkommen. Man hat dann schon so ein paar Ideen über Formen. Und schön wäre dann natürlich eine Melodie zu haben. Also eine Melodie, die auch ins Ohr geht. Eventuell einen Text dazu schreiben. Zu dieser ganzen Stimmung, die ja sehr, sehr düster ist eigentlich. Immer diese ich spiele es auch tief, also wenn ich das jetzt da spielen würde, hätte es gleich ganz einen anderen Charakter. Und das war aber irgendwie von Anfang an bei mir diese Tiefe irgendwie jetzt da. Ja, so wird es hoffentlich dann weitergehen und zu einem Hit werden.